Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video. Heute machen wir ein kleines Video, nämlich wir machen es Need for Speed Most Wanted 2012 Soundtracks bei jedem Auto. Und wir fangen mit dem Alfa Romeo an, aber ich mache den Sound natürlich lauter, dass ihr es auch hört. Welcher sich gut anhört. Ne? Auf Einstellungen. So, das lauter. Na, das gefällt mir noch nicht so genau. Turbo ist aber drin. Wenigstens es ist ein Turbo drin. Kommen wir zu dem DLC Alfa Romeo. DLC Alfa Romeo Mito QV. Hört sich genau gleich an, Leute. Genau gleich. Kommen wir zu den ersten Marken DW5. Ja, hört sich doch schon mal gut an. Ist irgendwie ganz Sound wenigstens. Kommen wir zu den ersten Marken DBS. Na, kacke. Hab den Bremsfehler schon wieder. Erste Marken DBS. Krass. Aber es geht halt immer noch krasser. Das ist schon heftig, Leute. Definitiv heftig. Kommen wir zu den ersten Marken V12 Vantage. Fast genau der gleiche Ruhe. Ja, ist genau der gleiche Sound. Der Wagen sieht halt nur anders aus, aber ja, ich mach mal kurz auf Einladung über die Lobby. Kommen wir zu Audi. Audi A1 Clubsport Quattro. Also eher gesagt, Audi A1 Quattro. So kann man es auch nennen. Auch Turbo drin. Ah, ja. Zum Audi R8 GT Spider. Kommen wir dazu. Ach du Kacke. Der hört sich schon mal gut an. Für mich. Also, wenn es nicht gut hört, dann sorry, ich kommentiere es zum Glück. Also, es hört sich gut an, aber. Hört sich den tief gut an. Warum nicht? Nächstes Auto, nämlich den Audi RS3 Sportback. Das ist wieder ein DLC-Auto. Den bekommt man im Flughafen, also Flughafenpack eher gesagt. Und ja. Das ist doch wieder. Das ist wie der Clubsport halt wieder. Kommen wir zu Bug Mono. Es
ist wieder so ein kleiner Rennwagen, der aber schnell kaputt geht. Man könnte sagen, das ist ein Spielzeugauto. Leute, wenn ihr die Flammen seht und denn dazu hört dieses, wenn die Flammen kommen, so bum, bum. So als ob einer schießt gerade. Voll geil. Hat aber auch eine gute Lenkung, muss man sagen. Nicht schlecht. Kommen wir zu Bentley. Gibt es ja nur ein Auto. Irgendwoher kenne ich den Sound. Ja. Kommen wir zum nächsten Auto, nämlich zu BMW. BMW 1 Series M. MQ. Er gesagt, BMW M, also BMW 1 Series Q. Das ist auch ein Flughafen DLC, Flughafen DLC Auto. Ich muss mal wirklich sagen, manche sagen einfach, man kann mit Lenkrad nicht driften. Kann man schon, man muss nur perfekt sich damit auskennen. Der Sound geht. Das ist jetzt nicht mein Geschmack, aber naja. Komm, gehen wir weiter zum M3 Coupe, also BMW M3 Coupe. Ja, da haben wir den Sound von Bentley. Das ist definitiv der Sound von Bentley. Also zum BMW M3 GTR. Das ist ja mein Lieblingsauto, Leute. Muss man nicht vergessen. Ja, mein Geschmack. Kommen wir zum nächsten unter BMW Bugatti. Also Veyron Supersport. Ist halt so typisch Bugatti. Haben keinen guten Sound, aber sind aber extrem schnell. Turbolader so gemacht. Ah ja. Hauptsache ein Turbolader. Es sind sogar zwei Turbolader drin. Achso. Das macht ihn so schnell. Nein. Nicht nur deswegen. Kommen wir zum DLC Bugatti. Bugatti Veyron Vitesse. Oder Vitesse. Je nachdem. Wenn ich was falsch gesprochen habe, deswegen schreibt es in die Kommentare. Und ja. Das ist genau der gleiche Sound. Das ist traurig. Kommen wir zum Qatar Super Light R500. Rate, ihr müsst nicht unbedingt
warum da zwei jetzt standen, dass man zwei gleiche, den hat man zum Anfang, aber die sind halt schon ein bisschen getrübt. Nicht schlecht. Ich habe auch beim Fahren gesehen, dass er gut federt. Kommen wir zum nächsten Auto. Cavalleret Camaro CL1. Ist auch schon ein cooles Auto. Wenn ihr Zara und Cialin kennt, die sind das Auto schon gefahren. Die zwei sind relativ... Die spielen sogar Scrap Mechanic, was ich mir auch später irgendwie holen will. Mann, der Sound ist gut. Und ja. Was ist kurz mit vorne? Das Licht vorne, hinten sieht schon brutal aus. Kommen wir zu Corvette CR1. Die sieht schon schmackhaft aus, ne? Von hinten. Ist genau der gleiche Sound, kann ich vergessen. Ich finde schon schade, dass sie den immer fast den gleichen Sound gemacht haben. Kommen wir zum Dodge Charger RT. Ich habe einen Freund, der mag den übelst. Der hat damit schon 13.000 Kilometer gefahren. Ich erst 220. Er will 20.000 oder 30.000 Kilometer schaffen, was er angeblich seinen Freund hat. Das nenne ich doch mal Dodge. Klein Turbo hat er drin. Hört man minimal. Oh, jo, ist klar, Bruder. Ist klar. Ist der Dodge nicht unzerstörbar? Außer von den NPCs. Immer die NPCs müssen einrammen. Hört sich schon geil, muss man sich sagen. Kommen wir zum nächsten. Ford F-150 SVT Raptor. Typisch Ford. Müssen wir gar nicht lange sprechen. Der passt. Könnte man aber auch in den Ford Mustang machen. Den Sound. Dann kommen wir zum DLC-Flughafen Ford Fiesta ST. Ja, moin. Ah, schon geil. Fühlt sich halt an, als ob du best Leben hast, ne? Mit einem richtig geilen Turbo, man hört ihn schön. Das nennt man Leben. Mit einem schönen Turbo drin und das war's. Kommen wir zum nächsten Auto von Ford. Ford Focus RS 5000. Wenn ich's, ja, 500 sogar. RS 500. Ist genau der gleiche Sound, müssen wir gar nicht drüber sprechen. Ich finde es schade, dass sie immer fast den gleichen Sound bei den Automarken gemacht haben. Schade, aber es geht. Ja. Ford Focus ST. Habe ich den Ford Focus ST? Ich habe noch eine andere Version. Brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Auch der gleiche.
Kommen wir zum Fortgetehen. Hoffentlich hat der wenigstens einen anderen Sound. Warte mal. Oh mein Gott. Haha, er kann es ja auch. Das ist wieder traurig. Es ist cool, dass da Flammen auf den Auspuff kommen beim FortGT und wenn es denn schon knallt auf den Auspuff. Aber der gleiche Sound genommen vom Dodge. Das ist schade wieder. Kommen wir zum Ford Mustang Boss. Ford Mustang! Ähnlich wie Dodge, also ähnlich wie Ford GT, aber der ist ganz okay für den Ford Mustang Boss. Ganz okay für den. Kommen wir zum nächsten Auto, nämlich Hennessy. Hennessy ist der einzige der schnellsten Autos bisher, aber immer noch ist der Königsexpert. Es ist knapp. Man sagt, Hennessy ist schneller, aber Königsegg gewinnt immer noch. Königsegg hat eine schlechte Beschleunigung, aber dafür, wie soll ich es erzählen? Königsegg hat schlechte Beschleunigung, dafür hat Hennessy gute Beschleunigung, Bugatti hat gute Beschleunigung. Königsegg, wie gesagt, hat keine gute Beschleunigung. Aber trotzdem ist der Königsegg fährt er viel schneller. Und die Gänge sind härter. Du kriegst da so Nackenschmerzen. Ich war jetzt noch nicht im Königsegg, aber naja. Ey Junge! Was soll denn das, Alter? Stell ich mich hier hin. Ich glaube, so ist in der Ähnlichkeit im echten Leben auch so, der Sound. Warte, was? Kommen wir zum nächsten. Okay, der Hennessy hört sich gut an, aber... Ja, okay, er hört sich gut an. Kommen wir zum Jaguar XKR. Man sieht schon außen, wie verbreitet von den... wie soll man sagen? Wie verbreitet... Oh, Mann. Beste Sprache, EU-West. Da sieht man schön... dass das halt, dass die Reifen mehr ausstehen und die Heck einfach so abgeschnitten worden an der Seite. Sieht nicht so schön aus jetzt unbedingt, aber wir wollen ja Sound hören. Ich glaube, der kommt nicht in der Top 1. Nein, der schon mal den tief raus. Es hatten jetzt fast drei Autos schon den Dodge-Motor. Einmal den und einmal den, also den ganz normalen Dodge, den Ford GT und den Jaguar XKR jetzt. Das gibt's doch nicht. Und am besten gehen wir jetzt zum Königsegg Agera R. Gucken, was der rausbringt. Mm-hmm.
anfangs, wo er den Motor so startet, so, ne, finde ich ja sehr gut, aber dann der Sound, wo er so richtig anspringt, so, na, hat schon verkackt irgendwie. Ja, kann man machen, ne? Hört sich gut an, passt auch für den Königsegg. Kommen wir weiter zum Lamborghini Aventador. Die meisten kennen ja Aventador, also den Lamborghini Aventador, und ja. Der braucht halt 3 Jahre, bis er anspringt. Der macht erst so. Und dann run. Das dauert irgendwie ein bisschen zu lange. Irgendwie zu lange. Ich muss nichts mehr sagen dazu. Der Sound. Puh, da muss aber ganz schön los. Der Sound ist genau passend für den. Und ich weiß jetzt schon, dass der Aventador genau den gleichen hat. Ich wette. Ich wette, bitte nicht. Naja. Ich kann verstehen, warum Lamborghini immer den gleichen Motor nimmt. Wäre cool, wenn noch der Lamborghini Huracan drin wäre. Kommen wir zum Lamborghini Diablo SV. Es ist ein altes, gutes Auto, was ja früher auch schon gab, das Teil. Cooler Sound. Typisch amerikanisch. Verkackt. Sound ist ganz cool. Er kann auch schießen. Heißt es aber nicht Lamborghini Diablo? Nur nicht SV noch dahinter? SV oder SL? Kommen wir zum nächsten, nämlich den Lamborghini Gallardo. Perfekt, genau perfekt für den Gallardo. Sehr gut. Bin leicht erkrankt. Krank. Leicht krank. Kommen wir zum nächsten Auto, nämlich Land Rover. Müssen wir gar nicht mehr sprechen. Ist der Motor von Alfa Romeo. Das ist schade. Schade, schade, schade. Muss man sagen. Kommen wir zum Lexus LFA. Luxus. Lexus. Schon cool. Mit dem Spoiler sogar. Mit dem Spoiler ist es schon cool, muss man sagen. Der fährt einfach so nach oben. Ab 120 fährt er hoch. Und mindestens ab 50 km/h fährt er runter. Na, 115. Und ab 50 km/h fährt er runter. Ganz gut. Kommen wir zum Marussia B2.
Ich finde das Auto jetzt schon scheiße. Hört sich irgendwie so ähnlich an wie Mitsubishi. Alle Autos, glaube ich mal, im Spiel haben ein Turbo drin. Junge! Hört sich gut an. Kommen wir aber zum Maserati GT MC Stradale. Stradale, ah ja. Ah, schmackhaft. Schmackhaft, aber die, was mit dem Auspuffen? Auspuff los. Der Rauch kommt ja unter dem Auspuff raus. Lol. Spielfehler wieder. Ist schon geil, muss man sagen. Gibt es zwei Maserati, muss ich... Nein, es war ein Jaguar. Lol. Oh, Junge. Ernsthaft. Kommen wir zum nächsten Auto. McLaren F1 LM. Wieder DLC. Na ja, das geht für den McLaren. Das ist eigentlich ganz gut für den McLaren, muss man mal sagen. Kommen wir zum anderen McLaren, den zum McLaren MP4 12C. Irgendwie sieht man hinten gar nicht das Licht. Hinten sieht so aus, als ob der einen Spoiler hat, denke ich mal. Jo. Kommt natürlich gleich rausgefahren. Mit Bremsfunktion. Es ist geil für McLaren. Sowas finde ich. Das ist wieder wie beim Bugatti. Aber ich denke mal schon, dass es das Auto gibt in echt. Den F1 verstehe ich ja schon. Kommen wir zum nächsten Auto. Achso, das hört sich gut an. Weil sind wir schon bei 28 Minuten noch, du Kacke. Ja, kommen wir zum nächsten. Hört sich gut an, kommen wir zum nächsten. Ich will nicht so lange brauchen. Nein. Mercedes SLS AMG. Ein Stück lauter den Sound, also von dem jetzt Auto. Aber ist genau der gleiche Sound. Mitsubishi Evolution X. Ich denke mal, da Turbo drin. Ja, der hat einen Turbo drin. Kommen wir zum nächsten Nissan. Nissan 350Z. Kennt ihr den Film Fast and Furious Tokyo Drift? Wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare, weil das ist so ein Auto, wo die da hochgedriftet sind mit dem Nissan 350Z, also im Parkhaus, wo es so eng war.
Es haben welche nachgetestet, das ging nicht. Und er hat eine Grifffunktion drin. Und ja. Schreibt mal rein, ob ihr den Film kennt. Hört sich gut an, den Sound. Und ja. Ab zum nächsten Auto, Nissan, geht der Egoist. Ich liebe es. Echt cool. Passt sogar für das Auto. Beschweren kann man sich da eher weniger. ja. Und ich wünsche euch, also ich habe es voll vergessen, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. 2020 ist angekommen. Und ja, Nissan Skyline. Nein, es ist genau der gleiche Sound, denke ich mal. Kommen wir zum nächsten. Ich denke mal, das war der gleiche Sound wie vom Egoist. Kommen wir zum Pagani. Also, den ohne DLC. Hört sich gut an, aber wir kommen zum DLC Pagani, zur Neue. Definitiv passt der Sound. Der Sound, perfekt. Kann man sich eher oder weniger beschweren. Kommen wir zum nächsten. Kommen wir zum Pontiac oder wie heißt? Firebird TA. Alter Schwede. Er hört sich schon krass an. Alter Schwede, ne? So. Kommen wir zum Porsche. Carrera S. Kennen wir doch schon alle. Ja. Ist jetzt nicht mein Sound unbedingt. Schreibt mal in die Kommentare von jedem Auto, also nicht von jedem, welches auf Platz 1 ist, was auf Platz 1 ist, was auf Platz 2 ist, was auf Platz 3 ist, was auf Platz 4 ist, 5, 6 und 7 und 8, 9, 10. Schreibt mal halt in die Kommentare, welche Top 10 Autos ihr am besten gefunden habt. Kommen wir zum Porsche 911 GT2. Ist so ähnlich wie der Porsche 911 Carrera. Wir sind ja schon wieder fast am Ende. Kommen wir zum Porsche 911 Turbo 3.0. Das hätte man mal in den Porsche Carrera S eingebaut. Ich glaube, so ein Motor muss wirklich in den Carrera S. Alter Schwede. Der ist hammer gut geworden. Kommen wir zum nächsten. Kommen wir zum Porsche 98 Spyder. Naja. Das ist wieder was für die Rennstrecke mehr. Ich finde den Spoiler schon krass.
Der fährt sich perfekt ein und aus. Kommen wir zum nächsten Porsche 918 Spider Concat, ja, gut, ne? Genau der gleiche Sound, aber sieht nur halt anders aus. Ja, kommen wir zum Porsche Panamera Turbo S. Finde ich auch schon wieder den gleichen Sound, ist langweilig. Kommen wir zum Shelby Cobra 427. Sound ist nicht schlecht. Der passt irgendwie auch, ne? Würde es eine First Person geben, wäre cool. Gibt ja aber nur die Frontansicht. So, kommen wir zum nächsten. Dodge Challenger SRT 8. Wir kennen ihn alle. Eigentlich gehört er sogar zum Dodge mit dazu. Vom Dodge Charger her. Ich denke mal, es ist genau der gleiche Sound. Kommen wir zu SRT Viper GTS. Man könnte auch nur hinschreiben, SRT Viper. Hammer. Krasse Kacke, muss man sagen. Leute. Es wird ja noch besser. Nächster Supra. Supra. Wieder ein fetter Turbo drin, wie immer. Okay, kommen wir zum Tesla Roadster. Hat natürlich gar keinen Sound. So Leute, lasst mal ein Like da und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Abo und Like da lassen, würde mich freuen. Und schreibt mal in die Kommentare, welches Auto am besten war. Und dann würde ich jetzt mal sagen, ciao.